Lol, die werde ich jetzt so richtig fertig machen. Aber hey, Hashtag no hate. 5 Minuten später. Sag mal gucken, was die Alte zurückgeschrieben hat. Die habe ich ja voll fertig gemacht. Aber ich habe doch eine Nussallergie. Ey, du, wie läuft dein YouTube-Kanal? Schon Millionär? Was? Nein? Was bist du denn für einer? Die anderen bekommen wesentlich mehr Views und Abonnenten. Du weißt nicht, woran das liegt? Du könntest jetzt darüber nachdenken, warum und wieso der ein oder andere mehr Erfolg mit seinen Videos hat als du. Aber dafür müsstest du an dir selbst Kritik üben. Never, ever, niemals. Du bist doch cool as fuck. Also statt darüber nachzudenken, was man selbst so besser machen könnte, lieber andere fertig machen. Easy. Willkommen zum Wie werde ich YouTube Hater? Step Nummer 1. Als erstes brauchst du jemanden, den du haten kannst. Such dir jemanden, auf dessen Erfolg du neidisch, dessen Erfolg vollkommen unberechtigt ist. Dafür eignen sich entweder Channel, die nur etwas größer sind als du, aber wesentlich schneller wachsen, oder riesige Kanäle von Gronkh, Elotrix oder der zuckersüßen Dagibi. Dagibi. Step Nummer 2. Du hast dich entschieden? Ja? Ein großer Kanal? Ah, dieser. Boah ey, den Sack hasse ich auch voll. Den pinkeln wir jetzt so richtig ans Bein. Arroganter Schnösel. Also, auf den Kanal, aufs neueste Video und... Step Nummer 3. Werde dir einer Sache bewusst. Hater-Kommentare sind nicht einfach Kommentare. Es sind Kunstwerke. Hater-Kommentare sind eine Lebenseinstellung. Fühle den Kommentar. Werde zum Kommentar. Eine negative Bewertung ist nicht nur einfach eine negative Bewertung. Es ist Hass. Die pure Essenz des Bösen, gebündelt in einem kleinen Daumen nach unten. Würde man 3 dieser Daumen umdrehen und nebeneinander stellen, würde es die Zahl 666 ergeben. Das Zeichen des puren Bösen. Übrigens, 10 bis 20, in Extremfällen vielleicht sogar 30 eigens erstellte Fake-Accounts helfen dir dabei, deiner getätigten Hate-Aussage Nachdruck zu verleihen und Menschen in deren Gefühlen zu verletzen. Da gibt es nur noch eins zu tun. Klopfe dir auf die Schulter, denn du hast das gut gemacht. Du bist ein ganz großer Junge. Step Nummer 4. Einen Hater-Kommentar zu schreiben reicht natürlich nicht aus. Du wirst zu 90% auch Rückmeldungen aus der Community des zu Unrecht erfolgreichen YouTubers bekommen. Und merke, jeder, der nicht deiner Meinung ist, hat absolut Unrecht und verwirkt damit seine Chance auf ein glückliches Leben. Schreib etwas konstruktiv Hasserfülltes zurück, wie zum Beispiel LOL, Roffel, ich fick deine Mutter, du Kackkopf. Oder One versus one me in real life, I wreck you faggot. Step Nummer 5. Sag all deinen Freunden, wie scheiße der gehatete YouTuber ist. Du merkst, dass die anderen ihn wegen dir entdecken und nun mögen? Nun, okay, fuck that. Ab zu Sammy Slimanis Channel, da passiert sowas nicht. Liebe Freunde, mein Gott, haben wir heute wieder viel gelernt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch hier einen Daumen nach oben da, teilt das Ganze auf Facebook oder Twitter oder abonniert uns, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Da oben geht's übrigens zu unserer letzten Folge, Wie werde ich YouTube Let's Player? Habt ihr eine Ahnung, was ich als nächstes parodieren soll? Schreibt's mir nach unten in die Kommentare. Bis dahin, euer Buddy von BudTV. Wir sehen uns Donnerstag in den Game News.